Okay, wie schaut es jetzt aus? Hat Code Blue schon die erste Ladung? Nee, noch nicht. 100, die Hälfte haben wir schon von den Photonenkombinierern. Gut. Die Forschung läuft auch. Da könnte ich mal kurz nachlegen. Okay, perfekt. Graphen ist am Start, das andere fehlt noch. Gut. Kommt gleich. Frage ist, wie groß muss die Fertigungsstraße sein für diese Solardinger? Du brauchst nicht so viele, wir schießen da nicht so viele drauf. Weil die sind ja dann weg, ne? Der Vorteil liegt darin, dass wir theoretisch auf den Polen, Nord und, also oben und unten, könnten wir diese Ray-Transceiver bauen. Die sind bei den Buildings ganz oben rechts. Und die könnten dann eben von den Solarpanelen diese, oder von diesen Solarsegeln könnten die den Strom eben empfangen und dann ins planetare Netz einspeisen. Die machen schon, das macht schon viel Energie aus. Also da kannst du schon relativ viel rausholen. Aber du brauchst halt viele von diesen Raytransceivern, die sind teuer. Ich würde das jetzt eigentlich nur ganz gerne mal anfangen, einfach weil es A, cool aussieht. Und weil es halt der erste Schritt ist, den wir machen müssen. Ja, klar. Aber jetzt schau mal, da sieht man gerade Herkules 1 am Himmel. So ganz leicht, das ist Herkules 1, wo Code Blue gerade unterwegs ist. Und da fliegen gerade die ganzen Raumschiffe hin. Oder du schmeißt einfach Förderbänder auf den Boden. Das geht auch. Wahlweise. Meine Güte, was mache ich denn schon wieder hier? So. Gut, nachdem das jetzt alles läuft, das bedeutet, theoretisch müsste für Code Blue jetzt eigentlich alles da sein, was er braucht. Es ist auch auf dem Weg. Wenn ich jetzt mal reingucke, dann müsste das erste Raumschiff auch gleich abheben. Die Frage ist, ich weiß nicht, wie viele Fertigungseinheiten hast du für die Solarsegel hingebaut? 5 ist schon sehr viel. Also 5 sollte reichen. Ja, mehr brauchen wir, glaube ich, für den Moment erstmal nicht. Das können wir dann später völlig eskalieren. Und von dort aus müssen wir dann auf die Abschussrampen gehen. Genau. Und das würde ich mir ganz gerne... Davon haben wir schon 2. Ach so, ja, schön. Pass auf, nachdem ich das jetzt alles Zeug hier hinliefer, ja, haben wir jetzt ein bisschen Zeug drauf, das ist okay. Eisen liefern wir ja auch mittlerweile solarmäßig an. Also wir könnten jetzt alles anfragen. Dann fliege ich jetzt mal zu dir rüber und baue dir nochmal einen Spaceport hin, wo wir Sachen anfragen, weil du bist gerade glücklicherweise bist du gerade wirklich ums Eck bei mir. Also ist der Flug ist, dauert jetzt halt wirklich gar nicht lang. Was willst du noch anfragen? Damit du Ressourcen anfordern kannst. Also auch weitere Ressourcen, die du brauchen könntest, wie Titan oder solche Geschichten halt. Weiß nicht, baust du die jetzt alle hier? Aber Titan produzieren wir hier doch. Ich Was? Bin verwirrt. Ja, da muss das alles ins Netz rein. Aber das ist doch schon ein Netz. Noch mehr Netz, das muss planetar sein. Interstellar meine ich, alles. Schöner Film. Ja, stimmt. Sehr, sehr intelligenter Film. Ich mag, finde den echt gut. Manchmal ein bisschen strange an manchen Stellen, aber ja. Ich tanke mal ganz kurz. Da läuft Code Blue. Seht ihr ihn? Da unten. Da ist er. Auf der anderen Seite. Jetzt dreht er wieder um. Jetzt kommt er wieder her. Jetzt dreht er Kreise. Ich werde verrückt. Wo ist er? Wo ist er? Ah, ich sehe ihn noch. Ah, da ist ein Flugzeug. Ein Flugzeug. Wo ist der denn? Ah. Ist einfach neben mir wahrscheinlich. Nein. Ich bin tatsächlich eine halbe Planetendrehung von dir entfernt. Und tanke gerade an der Zapfsäule. Da hinten ist er. Da kommt noch ein Raumschiff, ist noch vorbeigeflogen.
Na gut. Okay. So, müssten wir jetzt haben, oder? Warte mal, ich flieg mal zu dir und schau mal, wie die Abschussrampe aussieht. Spaceball schaut gut aus. Da ist er, Koblu! Da ist er! So! Ach, geil. Hier wird produziert. Schön. Hier wird produziert. Mega gut. Mengen. Okay, warte. Mach du den rechten und ich den linken. Klick den mal an und mach mal auf Dyson Sphäre 1. Oder Choose Orbit 1 musst du auswählen. Dann dreht die sich schon mal in die richtige Richtung hin. Und dann müsste der Spaß eigentlich jeden Augenblick losgehen. Ich habe doch auch noch welche dabei. Die habe ich noch versehentlich gebaut. Ah ja, super. Da brauchen wir noch einen Intake. So, du hast die, du hast sie noch blockiert gerade. Dann können wir den Kraken gleich loslegen lassen. Von mir aus kannst du das Netz freigeben. Wie mache ich das? Ja, du hast doch hier einfach nur eine Trennung gemacht. So. Jetzt. Okay, du hast bei mir... bei mir hast du es kaputt gemacht. Echt? Bei mir war es vorher richtig. Ja, bei mir läuft es jetzt, also... Jetzt läuft... Weil vorher war es drin, ne? So, pass auf. Go, die Sonne geht gleich auf. Oh, die Sonne geht gleich auf. Ding. Wir müssen uns... Oh, das dauert jetzt noch eine ganze Weile, bis die... Ja, wobei, das könnte klappen, dass die einmal um den Planeten rumgehen. Dass auch die anderen Dinger in Schussreichweite kommen. Der geht gleich auf. Okay. Ah! Das ist nämlich dieses Mismatch, was man dann auf einmal hat. Ja. Fabi, dankeschön für dein Follow. Ich speichere mal ganz kurz, wenn wir jetzt hier eh gerade lustig umeinander stehen. Warte mal kurz. Speichern. Save. Einfach nur, damit dieser Fehler nicht mehr auftritt. Was denn? Jetzt geht's gleich los. Komm, Lu! Mach dich ready. Ich bin mir fast schon sicher, dass es bei mir einfach nicht losgehen wird. Achso, meinst du? Okay, pass auf, der erste kommt gleich. Ich warte auf den Moment, wo es losgeht. Und bei mir nichts passiert. Noch ist das Ding nicht in Reichweite. Es ist nicht in Range einfach. Es ist einfach nicht in Range. Das wollte ich gar nicht. Okay, er kommt gleich in Reichweite. Die Dinger drehen sich auch schon in die Richtung, wo es hin soll. Die drehen sich nämlich permanent mit. Okay, müsste gleich in den Orbiter treffen. Die Höhe. Noch drehen sie. Ja, ist noch ein bisschen nieder. Ist das eine Multiplayer? Torsor, ja, ist es. Ist vom Thunderstore-Mod-Manager die Nebula-Mod. Nebula-Multiplayer-Mod. Ist aber äußerst tricky, nicht so easy zu machen. Glaub mir, wir fluchen und kämpfen da die ganze Zeit schon ein bisschen drum. Okay. Das läuft perfekt. Warte. Komm, Blue, gleich läuft perfekt. Ich bin bereit, wenn du es bist. Die sollten längst schießen. Nee, wenn die den unteren Ring treffen wollen. Wenn die nämlich hier irgendwo den Ring hier unten treffen wollen. Wir können ja mal gucken, was deren Problem ist. Pitch Limit. Ja, der Pitch ist noch nicht optimal. Anderer Pol. Mal gucken. Müsste gleich losgehen. Wir haben hier, es geht erst gerade die Sonne auf. Es schaut aber auch einfach genial aus, ne? Wenn die Batterien hier stehen. Gleich müsste es passieren.
Die Spannung vom Stahl ist unermesslich. Ja. So wie es sein muss. Die haben noch den Pitch, aber der müsste jetzt gleich erreicht sein. Es ist halt dummerweise jetzt Winterzeit gerade. Die Neigung ist genau falsch rum. 4 Stunden später. Ja, hier, guck mal, noch 4 Grad ist der Pitch-Limit. Weil halt dummerweise der Planet gerade in genau falsche Richtung zeigt. Das ist halt einfach so. Da müssen wir jetzt durch. Und der versucht halt den unteren Punkt des Dyson-Schwarms dann zu treffen. Und das dauert halt einfach ein bisschen, bis er den unteren Punkt trifft. Aber der halbe Tag ist quasi schon rum. Aber irgendwann fangen sie dann an zu ballern. Wenn wir dann irgendwann mal den kompletten Ring auch mit den Dingern vollgebaut haben, dann merkst du das auch richtig. Wie viel Grad hat er noch? 1 Grad fehlt noch. Vielleicht habe ich die Dyson den Schwarm ein bisschen zu groß gemacht. Aber der will dann wirklich den untersten Punkt zuerst treffen, kann das sein? Bei mir steigt es auch wieder, der Pitch-Angle. Echt? Du hast recht. Nein, nein! Aha. Und deswegen baut man so etwas am Äquator. Ja, es hat bei mir tatsächlich schon funktioniert gehabt beim letzten Mal. Aber ich vermute mal, dass ich den... Warte mal kurz, ich habe den Orbit einfach zu hoch gesetzt. Der ist zu groß. Ich ändere den mal vom Radius her. Und ich logge noch mal kurz neu. Ja? Weil das bei mir ganz, ganz komisch aussah. So, habt ihr jetzt noch den Orbit? Ja. Code Blue disconnected. Code Blue joined. Was ist, wenn wir eine unserer kleinen Raketen auf die andere Seite stellen? Hilft das dann? Nee, hilft das? Ich weiß. Wenn du jetzt von dem Planeten den Südpol nimmst, der hat eine bessere Neigung gerade, glaube ich. Und deswegen baue. Also ich habe die früher, habe ich die Dinger. Habe ich die quasi. Die waren ein bisschen weiter Richtung Äquatorlinie gebaut. Da hat vielleicht einfach genau dieses bisschen Grad noch gereicht. Und dann habe ich die halt einmal rings um den Pol rumgebaut. Das heißt, irgendeiner hat immer geballert. Das Problem ist halt, das können wir uns fast nicht erlauben, weil wir so wenig Ressourcen haben, dass wir nicht permanent diese Produktion laufen lassen können. Vor allem, weil die Solarsegel ja nach ein paar Sekunden wieder kaputt gehen. Ich weiß gar nicht, wie sind der Initiale, wie lange hält so ein Solarsegel initial ohne Forschung? Weiß das jemand? Game on Sky, Game on Sly, einen wunderschönen guten Abend. Theoretisch, wenn Code Blue jetzt gleich reinkommt, müssten die eigentlich losballern. Weil ich habe den Winkel geändert. Beziehungsweise, wer weiß das schon, ne? Also, ich meine, das Ding ist riesig, ne? Ich muss mich mal ganz kurz muten, ich komme nicht wieder. Ja. Eine Idee gerade. Und zwar, ich werde den doch wieder größer machen. Ungefähr so. Und
Und meine Idee ist nämlich jetzt die, dass die jetzt diesen Pitch-Limit besser hinbekommen, weil der, ich hoffe, dass es quasi von unserer Perspektive zur Sonne, dass das quasi dann den besseren Winkel bildet. Ja, Janik, wir wissen, dass die kaputt gehen, das ist schon klar, ne? Und das ist aber auch egal, darum geht's mir jetzt gerade gar nicht. Wir wollen da wenigstens mal mit anfangen. Einfach nur der Optik halber. Deswegen baue ich jetzt auch nicht hier einen kompletten Ring außenrum. Die Produktion, mal abgesehen, wir wollen da nicht so viel verballern von, aber wir wollen so mal ein bisschen anfangen, dass das schon mal ein paar, die ersten Segelchen in die wilde, weite Welt ballern. Ja, das ist okay. Jetzt schauen wir mal Code Blue Joint gerade. Dann gucken wir jetzt gleich mal. Theoretisch müssten die, wie gesagt, sobald Code Blue jetzt drin ist, müssten die komplett reinballern. Also die müssten voll reingehen. Man braucht die Energie des Schwarms für die Türme und das sieht echt toll aus. Das stimmt. Also ich finde generell finde ich den Schwarm eigentlich am coolsten. Die Dyson-Sphäre und so weiter, das ist auch geil. Aber der Schwarm, wenn der so im Entstehen ist, ach. Die Fließbänder fahren nicht mehr, weil Code Blue gerade dem Server beitritt. Deswegen sind die gerade inaktiv. Außerdem schaut das auch mega gut aus, wenn diese Beschleuniger hier stehen. Das hat schon was. Das finde ich optisch geil. Genau, Karamax, das ist so. Wenn die den funktionaleren Pitch-Angle haben, dann werden die blau und dann schießen die auch. Also sobald sie blau werden, laden die sich auf und feuern dann die erste Salve weg. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich nur noch warten, bis Code Blue drin ist und dann müssten die Dinger aber ganz fein wegfeuern. Zebra, wunderschönen guten Abend, hi! Dann schießt du auf einmal 10 Stück. Ja, einen. Direkt los. Einen pro bam, 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 Lauf. Bam, bam. Bin sehr gespannt. So lange kann das doch nicht dauern. Ja, ich weiß nicht wie lange. Ich habe jetzt kurz nochmal gespeichert gehabt. Also normalerweise müsste das relativ überschaubar sein. Na komm. Code Blue. Gönn uns mal. Ich habe den Dyson Schwarm noch mal umgeändert. Das heißt, du solltest eigentlich es sollte jetzt eigentlich tatsächlich funktionieren. Wir müssen mal gucken. Ich weiß nicht, ob er den gerade nicht richtig sortiert hat. Keine Ahnung, wir werden sehen. So ein echter Multiplayer wäre schon nice. Ja. Jetzt sie feuern. Bots. Yes! Sie schießen. Sie schießen! Bumm! Stunden später. Code Blue, du bist drin, oder? Bitte? Ich bin rausgegangen, damit wir endlich mal was sehen. Ach so. Und hier oben sehen wir die ersten Solarsegel. Bäm, guck dir das an. Jetzt bildet sich halt der erste Schwarm um die Sonne rum. Aus lauter Solarsegeln. Die Code Blue jetzt im Prinzip eigentlich gerade mehr oder weniger uns in Abwesenheit gönnt. Mann. Alleine. Ganz alleine habe ich das alles gebaut. Alles. Also 8 Bänder und 4 Produktionseinheiten. Das Coole ist halt, das schaut jetzt nach noch relativ wenig aus, ne? So ein paar Segel, ja, und so weiter, kein Problem. Aber wenn du jetzt hier guckst, warte mal kurz. Wenn wir jetzt hier gucken, sehen wir ja, wie sich dieser Schwarm langsam etabliert. Das heißt, wir sehen die Solarsegel, wie sie jetzt hier um die Sonne kreisen.
Und momentan werden es eher mehr. Also es, die Summe steigt gerade, 112 zum Beispiel. Das heißt, die gehen noch nicht kaputt. Mal gucken, ob das dann, ob das sich besser, ob das noch besser wird. Die Frage ist auch, hält unsere Produktion überhaupt diese Menge an Feuer durch? Ja, das wissen wir ja auch noch nicht. Hier staut sich das zwar alles ein bisschen, die produzieren auch, es schaut auch gut aus, die Bänder schauen auch sehr, insgesamt sehr gut aus. Oh, die sind alle vollgetankt. Ja, es, manche, einer hat noch gefeuert, aber, oh, guck mal, guck dir das an, wie das jetzt aussieht. Geil. Das ist richtig gut. Das ist schon cool. Das ist schon richtig nice. Schaut mega gut aus, ne? Ja, richtig nice. Richtig gut. Und vor allem, du kannst ja diese Solarsegel, kannst ja auch einfärben. Ne? Also kannst zum Beispiel jetzt einen roten und einen blauen Ring machen, der so über Kreuz läuft dann. Kannst du auch machen. Das ich frage mich, warum wir nicht von Anfang an einen blauen gemacht haben. Also. Bitte? Ja. Was? Ich weiß nicht, was du. Ich kann dir gerade nicht folgen. Das schaut halt unfassbar gut aus, einfach. Weil ich laufe mal noch ein bisschen nach vorne, damit die Sonne noch sichtbarer wird. Beziehungsweise, ich kann ja auch eigentlich mal ein bisschen nach oben gehen. Noch genug Sprit? Ich flieg mal ganz kurz ein bisschen mir. Ich schau mir das mal aus der Nähe ganz kurz an. Wie kommt dann die Energie von den Segeln wieder runter? Wir können so Ray Receiver bauen, die dann die Strahlen wieder aufnehmen, ja. Und die Energie, quasi die Energie der Segel in unser Netz umleiten. Das ist nicht so ganz praktisch, aber geht schon. Ich habe gerade, glaube ich, einen Fehler gemacht. Ich hoffe, ich komme zurück. Kurz mal in die Sonne geflogen. Ich habe nämlich kein Graphen mehr. kein Sprit dabei. Huch. Schau mal, wie die aussehen. Junge! Frage ist, kannst du sie auch anfassen? Du kannst auf der Dyson-Sphäre dann, glaube ich, später rumlaufen, aber auf den Dingern, die sind halt quasi. Da kannst du doch nicht viel mitmachen, aber es schaut halt einfach cool aus, ne? Dafür, dass es gerade eben angefangen hat, haben wir schon relativ coole Menge dahin gebaut, ne? Ziemlich cool. Ziemlich cool. So, ich flieg mal nach Herkules 1 zurück. Und gebe mal dem Autopiloten wieder Feuer. Das schaut schon geil aus, ne? So schön einfach. Weil jetzt stell dir da mal hunderte von den Dingern vor. Das sind ja jetzt noch nicht viele. Aber jetzt stell dir mal vor, du hast da halt statt 139 irgendwann 10.000 oder sowas rumfliegen. Das schaut dann halt richtig insane gut aus. So. Zwerg, nicht dein Ernst. Was denn? Schrei doch nicht so. Ich hab doch Gefühle. Warum brüllt er uns so an? Oh, ich brüll mich so an. Ich weiß auch nicht. So, die nächste Forschung mit den Solarsegel-Lebensdauern geht jetzt dann auch gleich durch. Da kommen noch ein paar Photonenkombinierer jetzt. Okay, ich will da hoch. Hup, nein, runter mit dir. Uff, ah, meine Güte. Uiuiui. So, wo war hier nochmal Treibstoff? Auf der anderen Seite. Komplett auf der anderen Seite. Ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht mehr. Ich brauche nur ein bisschen Sprit.
Koblu gönnt nicht. Wo ist der Sprit? Da hinten ist er, oder? Schaut gut aus. Ja. Vielleicht da noch ein bisschen in die Richtung. Das war's auch gleich. Das ist nur so eine Lane ganz alleine. Ach, das war ja, diese genau. Mega lange Lane, die ich gebaut hatte damals, ne? So von den Dingens kannst du auch direkt nehmen, ne? Also von den von der Produktionsstätte. Ja, ja. Ich, warte mal kurz. Da sind auch noch 100 drin. Machen wir mal Folgendes. Oh. Oh, besser, besser, viel besser. Nam, 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 nam. Oh. Ich nehme mal so 200, mehr brauche ich gar nicht. So. Einfach nur, damit das Ding sich immer ein bisschen auflädt. So. Schießen wir schon? Schießen wir? Wir schießen! Yes! Pfiou! Und weg damit! Hau raus, die Sülze! Ah, guck mal! Koblu, schau dir das an! Das ist wunderschön. Schön, oder? Wolltest können dem ganzen stundenlang zuschauen. Ohne Scheiß. Ich finde das so geil. Vor allem, wenn du überlegst, das haben wir jetzt über. Das hat jetzt schon echt lange gedauert, das vorzubereiten, dass das dann läuft. Aber jetzt läuft das halt. Und es ist einfach cool, dem Ganzen zuzuschauen, wie das immer weiter entsteht. Der Ring wird halt dann irgendwann halt seinen, wahrscheinlich mit den Abschussrampen, mit der Produktion, die wir jetzt haben, sein Maximum erreichen. Und später, wenn du dann die Schale um die Dyson-Sphäre baust und die Flächen dann vergibst, wo dann die Solarpaneele hin sollen, damit die fest verbaut werden und nicht freischwebend sind, dann halten die halt für immer. Und dann ist es halt tatsächlich so, dass du, dass die dann andocken. Das heißt, die strömen quasi alle in diese Verarbeitungsöffnungen, wo die dann fest montiert werden. Das schaut dann so insane gut aus. Ich finde, das hat jetzt schon auch was. Wie viele das haben wir? Dann, das erreichen wir dann wahrscheinlich so in 2 bis 4 Streams. Was? Ohne Probleme. Ohne Probleme. So, wir haben jetzt 250, sagen wir mal. Wir produzieren jetzt theoretisch 8,9 Megawatt mittlerweile. Kurzer Vergleich. Wie viel Produktion haben wir hier? Also wir haben jetzt hier 184 Megawatt im gesamten System. Und hier auf dem Planeten machen wir 47 aktuell. Und haben hier schon fast 10 jetzt. Aber der countert ja noch weiter hoch, ne? Also das wird wahrscheinlich eher mehr werden, was wir jetzt hier maximal dann drauf kriegen, bevor die ersten kaputt gehen. Und deswegen forsche ich ja auch das Solarsegelleben. Plus 300 Sekunden, plus 300 Sekunden, plus 600 Sekunden. Also, dann gehen wir nochmal ordentlich nach. Geil. Also wie gesagt, Volango schreibt es gerade, ich wollte auch noch verbesserte Verbrennungsmaterialien produzieren, also beziehungsweise richtigen Treibstoff, den wir verbrennen, der dann auch etwas länger hält als das, was wir jetzt hier gerade haben. Da kann man auch mal ehrlich sein, das war so. Ich habe hier nochmal Solarsegel selber hergestellt gehabt, die können auch gleich mal raus. Ja, und wie gesagt, im Prinzip könnte man jetzt hergehen, wenn wir jetzt den Dyson-Schwarm fertig hätten, könnte man jetzt hergehen und diesen EM-Railer könnten wir jetzt einmal ringsrum bauen. Dann wird der halt permanent immer feuern. Und das brauchen wir aber erst, wenn wir wirklich an die Konstruktion der Außenschale gehen. Erst dann müssten wir diese Kapazität hier erhöhen. Jetzt ist es einfach nur cool und wir können irgendwo die Energie abgreifen und in unser System reinleiten. 13,9 Megawatt aktuell da drin. Und fast 400 von den Solarsegeln schwimmen hier gerade im großen, weiten Ozean.
Und wir sind jetzt auch am Limit angekommen von dieser Geschichte. Mehr geht gerade. Wir haben also unsere Solarsegelkapazität im Band vom Kolu in diesem Ringband erreicht. Geil. Das heißt, die gehen uns zumindest schon mal nicht aus. Hier 15 Megawatt mittlerweile drin. Das Coole ist halt, mit dem, wenn wir jetzt quasi so ein, wenn wir jetzt auf ein neues System reingehen, würden uns die Solarsegel über Raumschiffe liefern lassen, würden uns die Rail Ejector liefern lassen, dann könnten wir halt mit Rail Receivern relativ schnell ein komplettes Energienetz aufbauen. Das ist recht unkompliziert lösbar im Prinzip. Das kannst du quasi machen und dann halt von jedem Planeten, wo du was bauen möchtest, sofort die Energie davon abnehmen. Also wenn du das anschaust, herrlich, oder? Dann haben wir ja ein Ziel für den nächsten Stream. Mhm. Alle Planeten mit Strom versorgen. Alle. Das schaut schon mega insane gut aus einfach. Ja, dafür, dass wir jetzt hier nur vier von diesen Railguns stehen haben, es ist erstaunlich schnell gegangen, das ganze Ding. Gamer Niklas, wunderschönen guten Abend, hi. Tja. Wenn wir jetzt dann so überlegen, also wie gesagt, wir könnten noch viel, viel mehr machen, aber das ist jetzt, für den Moment ist das, glaube ich, eine ganz, ganz coole Nummer. Die Produktion läuft ja auch mittlerweile absolut still, das bedeutet hier die Anforderung von 10.000 zu 10.000, das ist vielleicht gar nicht schlecht, dass wir hier ein bisschen zwischenspeichern, wir werden es dann später mal brauchen. Also, das denke ich auch. Aber die Sonnenpaneele auf dem Planeten im Äquator sind schon ein bisschen besser, sagt Gamer und Sly. Ja gut, du kannst natürlich auch Solarpaneele einfach anfordern. Das kommt aber auf den Planeten an, den du hast. Und das Äquatorial einfach ein Band aus Solarpaneelen legen, das geht schon auch. Klar. Ist leichter lösbar, aber wenn du jetzt ein System brauchst oder dir ein System aufbauen willst, einen neuen Stern zum Beispiel mit vielen Planeten mit Energie zu versorgen, dann tust du dich halt leichter, wenn du nur einen Haufen Ray Receiver mitnehmen musst, um die Energie einzuspeisen und dann war's das. Dann brauchst du nicht einmal rumlaufen, sondern packst dir einfach an beide Pole jeweils deinen Ray Receiver hin und dann hast du ja das System schon da. Ist, finde ich persönlich, ein bisschen einfacher, als dann erstmal rumzulaufen und über den ganzen Planeten quasi ein Band außen rumzulegen. Aber das ist Geschmackssache am Ende, glaube ich. So, gucken wir mal. 486 liegen aktuell jetzt da drauf. Ich kann es dir nicht sagen, Code Blue, ob das jetzt die maximale Menge ist. 17,3 Megawatt produzieren wir jetzt schon mit dem bisschen. Das hat nicht lange gedauert. War relativ flott erreicht. Also ein bisschen noch und wir produzieren fast schon die Hälfte des... Oder wir hätten jetzt schon quasi fast den Bedarf dieses Planeten gedeckt. Nur mit dieser Anlage. Gut. Das ist nicht schlecht. Das ist doch mega. Ja. Ich meine, vor allem jetzt mit der Forschung, wenn die jeweils noch 300 Sekunden länger halten, desto größer wird natürlich erstmal der Schwarm, ja, nochmal direkt mit jeder, genau, Forschung. Genau, und jetzt nochmal 300 kommen jetzt gleich drauf in ein paar Sekunden und dann nochmal 300 und nochmal 600. Also insgesamt 1200 Sekunden halten die dann nochmal länger, wenn die drei Forschungen jetzt durch sind. Ja, aber wir haben in dem Stream auf jeden Fall mega viel geschafft, muss man sagen. Also wir haben jetzt ein interstellares Transportwesen erstmal eingerichtet, was wir vorher noch gar keins hatten. Also da hatten wir noch gar nichts von. Und schippern jetzt hier fleißig Ressourcen quer durch die Prärie, was echt krass ist. Vor allem, wenn man guckt, wie viel wir hier schon eingelagert haben. Also die eine Logistikstation, die wir auf Herkules 1 als ältestes drauf haben, die ist komplett voll im Prinzip. Da ist alles voll. Das ist nicht schlecht. Auf jeden Fall ein guter Punkt für den nächsten Stream, fürs nächste Mal zum Weitermachen.
Ja. Wie gesagt, ich bin nicht dabei, aber dir ganz viel Spaß. Oh, danke schön. Die nächsten Streams. Das und dann, wenn ich wieder da bin, freue ich mich schon drauf. Zwei, drei Wochen. Dann wird es aber ganz wild. Ja, absolut. Wenn es dann wieder heißt Code Blue und Zweckcube. Mhm. In Dyson Sphere Program. Ist mega gut. Freue ich mich jetzt schon drauf. Freue ich mich echt drauf. Schon Bock. Cool. Meine Lieben, dann danke ich dir erstmal, Code Blue. Sehr gerne, ich hatte sehr viel Spaß. Das ist die Hauptsache. Das ist die Hauptsache. Und mit den tollen Bildern, finde ich, kann man jetzt auch mal, kann man rausgehen auch. Da kann man auch mal rausgehen. Ich hätte jetzt zu gern gesehen, dass sie noch losballern, aber das tun sie gar nicht. Scheinkleister, ey. Aber wenigstens kam ein Raumschiff noch angelandet. Wildir, hallöchen. Wunderschönen guten Abend, hi. Ah, wir fangen gerade erst an, Wilder. Also, in diesem Projekt. Da hast du noch viele Chancen dafür. Wilder, ich sehe dich da schon nächste Woche mitspielen, muss ich sagen. Ah, Wilderlein. Das wäre doch mal eine Idee. Ja, Wilder, ja, generell. Wilder, Lippo. Pazzi ist ja, weiß mal keiner. Ah, schön. So.